Hallo Stefanie. Ja? Ich war ja noch neulich bei euch. Ja? Und du warst ja schon wieder in Urlaub. Ich hab keinen Urlaub. Was ist das? So, mein Name ist Regina Loch. Ich bin Sachbearbeiterin beim Germanischen Lloyd. Und wir treffen uns jetzt heute hier, Montagmorgen vom CCH, um zu demonstrieren dagegen, dass BV uns übernehmen möchte. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind die Mitarbeiter von der Firma Germanische Lloyd. Wir sind eine Schiffsklassifizierungsgesellschaft. Wir sind dafür, wir bürgen für Qualität im Schiffbau. Wir sind zurzeit Opfer einer feindlichen Übernahme von der Büro Veritas, eine französische Gesellschaft, die eigentlich uns nur aufkaufen wollen, um ihr eigenen Wert zu steigern. Für den liegt auch ein Kaufangebot vor von einer Schweizer Gesellschaft. Und das heißt, dass wenn die uns übernehmen wollen oder werden, hoffen wir nicht, dann wollen sie sich damit nur bereichern. Und zwar zulasten der Qualität, die wir seit 140 Jahren im deutschen Schiffbau garantieren. Und es wird natürlich hier durch die berühmten Synergieeffekte bei uns mehrere hundert Arbeitsplätze kosten. Und deswegen stehen wir heute Morgen hier auf der Straße. Mein Name ist Jürgen Weise. Ich bin Mitarbeiter des Germanischen Lloyd in Hamburg in der Funktion des Arbeitnehmervertreters im Aufsichtsrat dort. Und der Germanische Lloyd ist eine internationale Klassifikationsgesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg seit 1867. Schiffsklassifikation ist für Laien zu vergleichen in etwa mit dem TÜV bei den Autos, mit der TÜV-Plakette. Genauso in der Art braucht also ein Schiff eine Genehmigung des Germanischen Lloyd, um dann sicher zur See fahren zu dürfen. Es gibt noch 9 weitere Klassifikationsgesellschaften internationaler Art. Und das ist genau unser Problem, warum wir heute hier sind. Unser französischer Konkurrent Büro Veritas versucht, den Germanischen Lloyd feindlich zu übernehmen. Daher sind unsere Mitarbeiter aufgerufen worden, hier heute zu erscheinen, um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen. Die Klassifikationsgesellschaft Büro Veritas hat zwar unseren Aktionären ohne unser Wissen ein Kaufangebot gemacht und hat aber keinerlei echte Garantien für die Belegschaft übernommen. Im Gegenteil, letzte Woche Freitag haben sich Mitarbeiter von Büro Veritas in Harburg, man hat hier nämlich eine Harburger Zentrale in Deutschland, bei der Welt, der großen Tageszeitung gemeldet und haben schwere Vorwürfe gegen ihr Unternehmen abgegeben, unter anderem, dass man schon 25% der Belegschaft entlassen und vergrault hätte und dass man eben annehme, so die Firma glatt zu ziehen, um sie mit dem Germanischen Lloyd zu fusionieren. Deswegen, wir stehen hier, wir wehren uns. Sie haben ja auch eine einmalige Angelegenheit im Prinzip, denn diese Demonstration wird ebenfalls von unserem Vorstand zumindest duldend gebilligt. Ja. So, wir brauchen hier noch jemanden, der hier noch ein Plakat trägt. Alles reibt, Thomas. Meinst du nicht, dass man das so ein bisschen umdreht? Ach so, dass du es genau umdrehst? Ja, ja, das ist gut. Oder wollt ihr lieber das Deutschlandschild tragen, bevor unser Kollege aus Kenia das trägt? Ach so. Okay. Aber ihr könnt das ja auch tauschen, ne? Suits you good, this colors. Nee, angeblich sollen wir da nicht hin, aber dreht euch mal so. So ein bisschen. Aber so, warte mal, so dass man das dann. Noch ein bisschen darüber. Bisschen darüber. Marc?
das Interesse der anderen Gesellschaften am germanischen Lloyd, ja, Sie sehen Weltmeister im Containerschiffbau, wir sind die Experten im Containerschiffbau und man ist an unserem Know-how interessiert. Germanischer Lloyd, die technische Überwachungsorganisation für Schiffs- und Meerestechnik. Und es ist nicht das erste Mal, dass BV praktisch versucht hat, mit uns zusammenzuarbeiten, aber jetzt bei diesem dritten Mal hat man halt versucht, an die Aktionäre heranzugehen und denen ein entsprechendes Angebot zu machen, was im Endeffekt bei einem Zusammenschluss von zwei Gesellschaften ein Verlust von Arbeitsplätzen da sein würde. Ja, wir stehen hier, weil die 5. Nationale Maritime Konferenz hier im CCH stattfindet und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik hier versammelt sind. Und wir möchten auf unsere momentane Situation hinweisen. Die Politiker sollen sich überlegen, ob sie eine nationale Klassifikationsgesellschaft haben wollen, ja oder nein. Und man will in diesem Moment auf unsere momentane Situation hinweisen. I am Mr. Etalel Abdoumoula. Je suis un surveilleur avec GL. Et nous sommes maintenant pour dire que nous sommes toujours indépendants et nous serons toujours indépendants. Nous n'avons pas besoin de Bureau Veritas. Nous pouvons faire l'avenir à notre façon. Ich bin einfach zu klein. Ja, ich sag einfach mal guten Morgen. Ne? So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht können wir uns ein bisschen mehr in die Richtung CCH positionieren, dass alle da ein bisschen noch weiter rüber gehen und die Plakate dann hier so vorhalten, dass man mehr Richtung CCH gucken kann. Das heißt, für die Presse sozusagen. Ja, aber dass wir die Plakate hier vorlassen und die Leute dahinter. Doch. Jetzt hingelaufen. Na gut, ist auch egal. Am öffentlichen Grundzug versammeln. Und diese Rettungsgasse muss frei bleiben. Also Sie müssten sich bitte? Das Privatgelände ist da oben auf der Terrasse. Das kann ich ne? nicht sagen. Da also können wir nicht hin, das ist klar. Zumindest in dem vorderen Bereich hier, im Eingangsbereich. Mein Name ist Ingo Klauke. Ich bin Betriebsratsvorsitzender des germanischen Lloyd. Und Wir wollen nicht vom Büro Veritas übernommen werden, weil wir meinen, dass wir eigenständig besser zurechtkommen. Dies ist für uns eine feindliche Übernahme, weil die Leute vom Büro Veritas sich nicht an unseren Vorstand gewandt haben, sondern direkt an die Aktionäre. Dies nennt man eine feindliche Übernahme. Es hat keiner was dagegen, wenn mehrere Anteilseigner in der Firma sind. Und das sind unsere Chancen. Wir müssen Anteilseigner finden, die Anteile übernehmen, die zur Disposition stehen. Und nicht, dass nur ein Herr da ist. Kolleginnen und Kollegen, sind ja doch eine ganze Menge gekommen. Soweit das Auge reicht. Höher, so. Höher geht nicht, Ingo, du bist so klein. Ja. Das heißt, das Gerät geht nicht lauter, ich muss lauter reden. Kolleginnen und Kollegen, das gab es noch nie. Stand am Freitag im täglichen Hafenbericht. Richtig.
So etwas gab es noch nie in der fast 140-jährigen Geschichte des germanischen Lloyd. So etwas hat es noch nie gegeben, dass unsere Gesellschaft, unser Name und unsere Arbeitsplätze so bedroht worden wie heute. Ich bin überwältigt, wie viele Kolleginnen und Kollegen heute gekommen sind. Ihr seid großartig! Dieser Zuspruch ist ein eindeutiges Zeichen an unsere Aktionäre. Sie wissen nun, dass wir einen Verkauf an Büro Veritas hundertprozentig ablehnen. Sie wissen nun, dass Sie uns nicht an einen Konkurrenten verkaufen dürfen. Sie sollten wissen, dass Büro Veritas ein super GAU für die GL-Kunden und das ganze gesamte maritime Cluster Deutschlands wäre. Unsere Kundgebung ist aber auch ein eindrucksvolles Zeichen für die Herren in Paris. Sie werden keinen Spaß haben hier in Hamburg. Sie sind hier unerwünscht. Das ist das Büro Veritas. Von unserem guten Namen und unserem hohen Ansehen profitieren würde. Kein Kunde wird glauben, dass es Büro Veritas schafft, unseren hohen Qualitätsstandard zu halten. Wie soll das auch funktionieren, wenn die Belegschaft vergrault wird? Ich will schon Herren dienen, die nur Dollarzeichen in den Augen haben und sich aufs Geldzählen konzentrieren. Wer will schon für einen Laden arbeiten, der sich an keine Spielregeln hält, keine Arbeitnehmervertretungen zulässt und nach Belieben die eigenen Leute rausschmeißt? Wir nicht! Man muss nur die Hamburger Zeitungen lesen, um zu wissen, wie Büro Veritas mit den eigenen Mitarbeitern umspringt. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in ein Unternehmen zwangsintegriert werden, das selbst zum Übernahmekandidaten geworden ist. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ihr wisst, wofür BV steht. Bald verkauft. Wir sind integraler Bestandteil dieser maritimen Gruppe. Die maritime Industrie in Deutschland hat Gewicht. Sie ist wettbewerbsfähig und erfolgreich. Deutschland ist viertgrößter Werftenstandort hinter Korea, Japan und China. Deutschland ist drittgrößter Reedereistandort und liegt weltweit an zweiter Stelle bei der bestellten Neubautonnage. In der Containerschifffahrt ist Deutschland vor allen anderen Seefahrtnationen Nummer eins, wie auch bei der Qualität. Und dafür Jedem muss heute klar werden, wo die Unterschiede sind bei der Qualität. Jedem muss heute klar werden, welche Veränderungen ins Haus stehen, wenn andere das Sagen haben. Eine feindliche Übernahme gefährdet nicht nur uns, und auch alle die, die uns beauftragen, zu sorgen für Service, Qualität und Sicherheit. Wer ist schlimmer? Heuschrecken, die mit viel Geld um sich schmeißen oder Aktionäre, der Versuchung erliegen, schnelle Geld zu machen, ohne Rücksicht auf die verheerenden Folgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind das wichtigste Kapital des germanischen Lloyd. Wer uns überzeugen will, dass sein Geschäftsmodell besser ist, muss sich anstrengen. BV hat hier bei dieser Aufgabe völlig versagt.
Aber das gehört wohl zur fehlenden Lernfähigkeit der Herren von Büro Veritas. Zwischen hier fahrt der Vorsorge mich stellen und das Teil vom Mund halten. Ja, auch. Kann auch entzücken, ja. Die maritime Wirtschaft zeigt und beweist, dass Globalisierung nicht nur, wie es von manchen empfunden wird, Unsicherheiten, Risiken oder Bedrohungen mit sich bringt, sondern dass Globalisierung auch für Deutschland und auch für Europa Chancen und Perspektiven eröffnet, für die Firmen und für die Menschen, die für diese Firmen arbeiten. An den Schifffahrt betreiben zu können, die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Ich denke hier an die notwendige Vertiefung der Elbe und der Weser. Das Zweite ist aus meiner Sicht, dass wir bei allen Diskussionen über die Entwicklung der Steuergesetzgebung in Deutschland nicht den Fehler machen dürfen, dass wir für die Schifffahrt internationale Standards in Frage stellen. Darum bekenne ich mich eindeutig zur jetzigen Tonnagesteuer ohne Wenn und Aber. Maritime Koordinatorin, liebe parlamentarische Staatssekretärin Dagmar Wöll, Herr Kommissar, meine Kollegen Minister, Abgeordnete und die vielen Freunde der maritimen Wirtschaft. Ich grüße Sie alle ganz herzlich heute hier zur 5. Maritimen Konferenz in der Hansestadt Hamburg. Wir sollten für ganz Deutschland schnellere Planungszeiten zu bekommen, und zwar nicht nur für Schienenwege und für Straßen, sondern deshalb nicht mehr Verkehrswege Planungsbeschleunigung, sondern... Meine Damen und Herren, auch Sie wissen, dass Ihre Erfolge in der maritimen Wirtschaft abhängen von der Gesamtlage in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb gibt es nicht nur Spezialinteressen der maritimen Wirtschaft, sondern deshalb reihen sich die Interessen der maritimen Wirtschaft ein in die Gesamtinteressen für eine wachstumsausgerichtete und beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik, und deshalb wollen wir natürlich an dieser Stelle auch unseren Beitrag leisten. Wir sehen das Angebot des Büro Veritas zur Übernahme des germanischen Lloyds mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Das lachende Auge ist, dass es natürlich eine Bezeugung der hohen Qualität, der hohen Attraktivität dieses Unternehmens ist, wenn ein anderes Unternehmen aus der gleichen Branche einen so hohen Preis zahlen will. Das weinende Auge ist, der GL ist eine Institution hier in der Bundesrepublik Deutschland, in der maritimen Industrie, der sich viele Meriten erworben hat, der zuverlässig ist, der hochqualitative Arbeit leistet, der uns die Gewissheit gibt, dass alle Sicherheitsaspekte eingehalten werden und der darüber hinaus auch noch in erheblichem Maße in Forschung und Entwicklung sich engagiert, um eben auch die Schiffe der Zukunft wieder begleiten zu können.
Es ist immer natürlich für die Geschäftsleitung und auch für die Mitarbeiter eine sehr unangenehme Situation, wenn am Horizont auf einmal ein neuer Gesellschafter auftaucht. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Gerade wenn er noch aus der gleichen Branche ist, ist natürlich immer die Gefahr, dass Anteile der Gesellschaft irgendwo verschwinden, dass diese berühmten Synergieeffekte eintreten und der ein oder andere Unternehmensteil verlegt wird in ein anderes Land. Also ich kann diese Unruhe durchaus verstehen. Auf der anderen Seite, und so haben ja auch beide Vorstandsmitglieder gestern Abend gesagt, war es auch ein hochinteressantes Wachrütteln, dass Sie sich mal Ihr Unternehmen angeguckt haben. Was können wir eigentlich selbst alles leisten und wie können wir unsere Gesellschaft da so zufriedenstellen, dass sie nicht verkaufen können wollen? Oder wie können wir andere Gesellschafter, die uns vielleicht in der Entwicklung des Unternehmens besser passen, wie können wir die animieren, bei uns einzusteigen? Und dieser Prozess findet im Augenblick statt. Und deswegen habe ich durchaus ein Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter in Sorge sind, wo die Reise des Unternehmens hingeht.